It's me, Solinkario. Schön, dass ihr dabei seid hier bei meinem Let's Play zu Super Mario Maker. Heute geht's wieder weiter mit euren Leveln und das erste Level, das wir heute spielen werden, kommt von Juli CST auf YouTube unterwegs unter dem Namen Julia Mansa CST und er schickt mir Bowser's Last Fight und schreibt dazu, es gibt eine blöde Sache und zwar am Anfang, wenn man in die Röhre geht, muss man links an die Wand und dann auf einen Notenblock. Es ist ein, finde ich, blöder Blind Jump. Ich wollte dich nur vorwarnen. Okay, direkt am Anfang, wenn wir in die Röhre gehen, muss man links an die Wand. Okay. Und dann auf einen Notenblock. Okay, kicken wir uns das doch mal an. Muss ich denn in die Röhre? Der sagt mir hier der Pfeil. Ach so, okay. Das ist schon mal schön, dass es hier was versteckt gibt. Schade, ich dachte, vielleicht kann man da einfach so rüber, aber nein. Jetzt müssen wir links an die Wand gleich auf einen Notenblock. Ach so, ja, das ist echt in der Tat ein blöder Blind Jump. Okay, brauche ich den für die Röhre? Sieht ganz danach aus, ne? Ja, der Blind Jump war irgendwie nicht ganz so cool. Okay, was haben wir hier? Was haben wir denn da drin? Oh, her damit. Geil. Nein, 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 ich habe das so geil geschafft. Gab das jetzt eigentlich gerade einen Schlüssel? Nein, warum? Oh, ich trottel. Ich war voll stolz auf mich, so geil, wie ich da ausgemoved bin und ausgewichen bin und total lucky, aber... Ja, jetzt schaffe ich den Sprung auch nicht mehr. Ja, da hätte ich noch ein bisschen weiter nach unten gemusst. Verdammt, ey. Ah, ich bin so ein Idiot manchmal. Ah, Mann, Mann, Mann. Hashtag NullSkillKario. Egal, weiter im Text, weiter im Text, weiter im Text. Immer weiter, meine Freunde, immer weiter maken. Okay, und jetzt mal hier ein bisschen länger warten. So, da hinten müssen wir hin. Okay, was haben wir nur hier drin, ist die Frage. Achso, hier war nun alles Extra-Leben drin. Okay, du machst mal einen Abflug. Haust du ab. Haben wir denn hier noch irgendwas drin? Nee. Okay, runter. Okay, hat er mir jetzt gerade eigentlich einen Schlüssel gegeben? Ich glaube nämlich nicht, oder? Okay, jetzt komm. Okay, jetzt gehen wir da mal rein. Komm her. Okay, Moment, 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 Moment. Okay, wir brauchen die Clownskutsche, aber um hier reinzugehen. Ist das so ein älterer Level, Juli? Weil normalerweise, inzwischen kann man es ja mit den Schlüsseltüren, weißt du? Kann ja sein, dass es da noch keine Schlüsseltüren gab. Das kriege ich aber hin. Und die nehmen wir mit. Okay. Ah, man schafft das hier auch ohne Dings. Ja, soll ich dem da unten vertrauen? Ich weiß nicht. Ich vertraue dem einfach mal nicht. Okay, hier werden wir eingedeckt mit Goodies. Oh Gott. Oh Gott, das hat geklappt. Okay, rein in die Röhre. Ich weiß jetzt nicht, ob da rechts vielleicht auch was gewesen wäre. Okay, noch haben wir ihn. Nom nom. Nom nom nom. Gibt das hier einen Schlüssel? Nee. Nein, schade. Oder gibt hier einen Schlüssel? Eine Feuerblume, was soll ich denn damit? Okay. Ich bin gerade ein bisschen angespannt, weil... Achso, oh, rote Münzen. Achso. Weil bisher gab es nämlich noch kein Checkpoint. Und das macht mich gerade ehrlich gesagt ein bisschen nervös. Wenn ich jetzt... Ah, jetzt soll ich die Feuerblume mitnehmen. Wenn ich überlege, den ganzen Level gleich nochmal zu spielen. Okay, wir haben hier einen Bosskampf gegen Bowser. Okay. Das war dumm. Okay, ja, geht. Der kann zwar fliegen. Ja, komm mal hin kaputt. Ja, hier können wir locker stehen bleiben. Oh, es gibt auch noch einen großen. Okay, der ist erledigt, oder? Okay, Moment. Ich nehme mal meinen Yoshi-Kumpel hier mit. Yoshi the Flash wieder hier am Start. Oh Gott, schnell rein. Okay, komm, mein kaputt. Oh Gott. Ja, es war geil ausgewichen. Das Problem ist, wir dürfen uns nicht so zurückdrängen lassen. Sonst sind wir nämlich gleich da, weil der uns da links
Ballert. Jawohl, haben wir ihn, haben wir ihn, haben wir ihn. Ich bin ein bisschen neugierig, was da hinten links ist. Nix, ne? Wahrscheinlich komme ich dann nur wieder zurück zu Bowser Junior. Okay, hier mal ein extra Leben. Da können wir auch nicht lang. Ist hier das Ziel? Ja! Schnell! Oh Gott! Kario ist der Bossspieler. Hier ist der Bossspieler. Löst den Level als erster. Boss, Kario! Okay, meine Freunde. Ja, irgendwie waren wir gerade nach. Der Level hat mir gefallen, der war richtig cool. Hat Spaß gemacht, war schwierig, knackig. Checkpoint, definitiv. Gut, wenn es ein älterer Level ist, kann ich es verstehen. Klar, wenn man keine hat, kann man keine einbauen. Aber, wenn es schon welche gab, Checkpoint hätte gut getan. Muss man so sagen. Und den Bowser Junior Kampf kann man vielleicht auch ein bisschen umgestalten. Also hier den in der Clownskutsche. Da oben schreibt Des Bowser. Deswegen Bär, als Pedo-Bär. Achso, lustig. Nicht echt. Gut, hat mir gefallen. Danke für den Level, Juli. War cool. Großes, großes Kino. Stern hast du auf jeden Fall verdient. Ich suche den nächsten Level raus, meine Freunde. Bis gleich. So, da bin ich schon wieder. Das nächste Level ist eine Empfehlung von Kete und kommt von Derpface. Voll cool. Gameboy Mario Proof of Concept hatte mir eingeschickt. Das Level habe ich selber schon mal gesehen, fand es auch ziemlich interessant. Wusste die ja die aber gar nicht. Auf jeden Fall danke, Kete. Das gucken wir uns jetzt mal gemeinsam hier an. Es ist nämlich so eine Art Mario, so eine Art Gameboy Level quasi, wo immer dann die einzelnen Mario Passagen emuliert werden. Das werdet ihr jetzt gleich sehen, sobald wir da ankommen. Momentan befindet sich der Game Boy under Construction, könnte man sagen. Und ihr seht jetzt unten da links das Steuerkreuz, rechts die beiden Knöpfe A und B. Und hier wird dann quasi so der Game Boy emuliert. Da muss man ein bisschen aufpassen hier. Ist ziemlich geil gemacht, also gefällt mir richtig gut die Idee. Ja, die sind quasi, ich weiß gar nicht, wir bewegen uns, denke ich mal. Und ja, ist ziemlich geil gemacht. Ne, die Gegner bewegen sich auf diesen Dings. Wir bleiben stehen, ne? Die Gegner kommen alle von links. Ja, hier im Wickler. Oh, gib mir das One-Up. Danke. Ich weiß nicht, ob wir den brauchen. Ich aktiviere den mal. Achso, jetzt geht's weiter. Achso, jetzt geht's weiter. Verdammt. Verdammt. Ey, da unten war auch was. Nein! Was war das? War das jetzt richtig? Okay, wir gehen einfach mal. Ich crash hier gerade das ganze Spiel. Okay, jetzt geht's weiter. Okay, hier sind einige Kommentare. Und ziemlich geil, ne? So war das ja früher mit dem Gameboy. Der war ja so klump und dick. Okay, hier muss man ein bisschen aufpassen jetzt. Ich bin nämlich klein, das gefällt mir gerade gar nicht. Gib mir ein... Jawohl, danke. Okay. Was haben wir hier? Aha, ein Goomba. Du haust ab. Ziemlich cool, der Level. Gefällt mir richtig geil. Der Gameboy war ja früher so klump und, ja, war ja ein Koloss damals. Ah, jetzt sind wir hier von Mario Land. Kann das sein? Nie gespielt? Wenn ihr mehr wisst, in die Kommentare damit. Doch, Super Mario Land, glaube ich. Also, habe ich mal gespielt, aber war man da so ein Dings? Ich weiß es gerade gar nicht. Okay, ist so ein Bosskampf jetzt hier. Ah, man wird ja auch immer wieder versorgt. Mit frischen Power-Ups. Und ich verliere genau dann meins, wenn ich es einsammle. Das ist so typisch Kario. Oh Gott. Scrolling-Abschnitt. Renn! Sehr geil, hat er genau abgetimt. Baut er sich wieder zusammen. Ja, ihr seht es da unten auch an den Plattformen. Wird der Gameboy wieder aufgebaut. Okay. Aha, aha. Ich find's einfach nur geil. Ich find's gerade herrlich, ehrlich. Muss ich irgendwas machen? Nö, ne? Ich muss einfach nur rennen. Oh. Alt. So. Okay. Nur Gegner? Nö, hier sind keine. Was ist das hier gerade für ein Abschnitt? Okay, das ist jetzt gerade ein bisschen kniffliger hier, weil man ja hier oben auch immer quasi an den Gameboy aneckt. Das wird gerade ein bisschen moderner. Wäre cool gewesen, wenn man das irgendwie auch in Schwarz-Weiß hätte halten können. Müsste ich hier rein? Ja, sonst wäre ich zerquetscht, okay. Und hier ist das Ziel. Whoop! Eine Mini-Zielflagge, wie cool.
Geil. Hat mir gefallen, der Level. Gut. Hat auch, glaube ich, Milliarden von Sternen, aber völlig verdient auch. Glaube ich jetzt. Vielleicht auch nur 100. Wir gucken mal gemeinsam, selbstverständlich. Level beendet. Ja, keine Ahnung, wie viele Sterne. Ach so, übrigens zu dem Level gerade, den wir da vorgespielt haben von... Sag schnell. Ich hab's gleich. Von Julian, genau. Von Juli. Ich war gar nicht der Erste, das beendet hat, aber hatte mir nicht bei der Auswahl gesagt, es hat noch keiner beendet? Naja, da ihr seht, knapp 10.000 Sterne. Kampf Cooper hat den Weltrekord. Not bad. Gut, ich such den nächsten Level raus, meine Freunde. Bis gleich. So, da bin ich schon wieder. Das nächste Level kommt von Thomas auf YouTube unterwegs unter dem Namen Thomas W. Und er schickt mir Wavecoin Version 1. Und guck mal, im Thumbnail sind diese Blumen, müssen die mit Absicht so aussehen oder liegt das irgendwie an mir und meinem Monitor dann weg? Keine Ahnung. Wir gucken uns das Level mal an. 15 haben sich bisher darum versucht, 4 haben es geschafft. Abschlussrate, ja, gibt 5,63% anscheinend. Bin gespannt, was uns hier erwartet. Wavecoin. Oh Gott. Oh Gott. Hätte ich rennen müssen? Okay. Ich verstehe gerade nur Bahnhof. Ah! Okay, da war eine... Okay, ich glaube, ich habe voll verschnitzelt. Ach du Hauli. Ja, Moment, ich will mal neu starten. Ja, ich habe das Prinzip gerafft. Oh mein Gott, was zum Teufel? Ich hätte rennen müssen, ne? Ja, das war jetzt dumm. Nochmal. Ich habe das Level auch verstanden. Sowas Ähnliches hatten wir schon mal. Echt, du hast das quasi nachgebaut, ne? Ziemlich, also... Das heißt nachgebaut, aber... Ziemlich cool gemacht. Jetzt müssen wir nicht immer hier hin und her. Und die roten Münzen einsammeln, was nicht immer unbedingt einfach ist. Ja. Ach du haulige Bimbam. Okay, sollte man aber eigentlich schaffen. Und die Türen sind so eine Art Reset-Point, ne? Nehme ich an. Okay. Ja, die haben wir auch. Gott, das hat man hier kaum unter Kontrolle. Ja, wie denn auch, ne? Wie denn auch? Okay, die haben wir auch. Checkpoint. Ne, ich gehe in die Röhre. Der Tür traue ich nicht. Wir haben ja alle bekommen, ne? Okay, nächste Runde. Was kommt jetzt auf uns zu? Wir haben schon sehr viele Red Coins. Okay, hier war einer jetzt. Nein. Jawohl, danke. Oh Gott, schnell. Wie habe ich das denn gerade noch geschafft? Ey, wie geil das auch aussieht, die Animation. Das sieht richtig gut aus. Und, ja, Feuer. Gib mir die. Danke. Richtig cool. Okay, Checkpoint Nummer 2. Ja, was wollt ihr denn hier? Mal einen Abflug. Gehen die auch runter? Nö, ne? Mal einen Abflug. Ja, dann nicht. Was haben wir hier? Ach so, okay. Den muss ich aktivieren. Da muss ich schnell sein. Weil links geht das... Ach so. Ne, muss nicht schnell sein. Weil ich dachte hier, die Münzen werden dann zu Münzen, was gar keinen Sinn macht. Okay, dann muss hier dann... Ach so, hier soll man groß sein. Gut, dass du da einen Pilz eingebaut hast. Krasser Level, ey. Hut ab, auf jeden Fall. Nein, den Stein will ich mitnehmen. Komm. Ach, come on. Man wollte Sprung machen. Geht nicht in Mario World. Ja, okay. Na, jetzt aber, komm. Hilf mir hoch, junger Padawan. Und lass mich wieder runter. Bumper. Haben wir schon kennengelernt. Okay, machen wir hier. Ja, jetzt die Feuerblume zu haben, wäre Gold wert gewesen. Was haben wir denn hier immer? Ist das einfach nur, dass das optisch ein bisschen schöner aussieht? Denke ich jetzt mal. Okay. Problem, was ich gerade nur sehe, die zwei Checkpoints sind schon verbraucht. Ja, gut, dass man hier immer wieder mit Power-Ups versorgt wird. Ja, genau wegen sowas. Wegen Hashtag... Ja... Kario blöd und so. Ja, was ist das denn jetzt da? Nein. Okay, Vorsicht hier. Boah, ist das aber gerade ein... War klar. Lass mich doch... Gib mir die Feder.
Oh Gott. Wird man da richtig krass eingedeckt? Was kommt jetzt? Ich will nochmal. Ich will lieber eine Blume. Lieber eine Feder. Oh, oh, Bowser. Jawohl, danke für die Feder. Okay, wie erledigen wir den? Wie erledigen wir den? Der muss durch die. Der muss sich verwandeln. Nein, so nicht. Du musst zum so ein Ding werden. Kumpel. Du musst zu so ein Ding werden. Mach dich doch mal zur Kugel. Hä? Ja, Moment. Ja, jetzt. Ach so. Hä? Moment, Moment, Moment. Hier ist ein P. Achso, Moment, wenn er so hochkommt, kann ich den doch bestimmt treffen, oder? Oh Gott, ey, wie geht das? Ja, es ist jetzt gerade Friemelarbeit. Was? Ich hab den nicht getroffen? Jetzt kannst du aber nicht hochkommen, oder? Doch, kann er schon. Ich weiß ja jetzt nicht genau, ob das so geplant war. Ja, ey. So, ich glaube, jetzt habe ich's. Hä? Nee, habe ich nicht. Das Problem ist, er ist jetzt gleich tot und ich habe immer noch nicht das Ding. Hä? Ich meine, so an sich war das doch richtig jetzt, oder nicht? Du, sorry, aber das funktioniert irgendwie nicht so, wie es soll. Habe ich den Anschein. Sorry, keine Ahnung. Ich habe es jetzt probiert, aber jetzt nochmal gleich wieder alles von vorne zu machen, habe ich auch keine Lust. Stern hast du bekommen. Und ich suche den nächsten Level raus, meine Freunde. Bis gleich. So, da bin ich schon wieder. Das nächste Level kommt von Heinz auf YouTube unterwegs. Unter dem Namen Zowaka. Und er schickt mir Castle Nummer 1. Okay, war es das erste Level, was du gebaut hast? Da bin ich ja mal gespannt. Ja, danke fürs Gespräch. Gott. Ja, nee, was ist das denn jetzt hier? Gegnergespamme vom Feinsten, wa? Und auch noch Red Coins. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, nee. Wo sind denn hier die Red Coins? Boah, das soll ich mir jetzt antun? Ernsthaft? Was zum Teufel? Ja, tschüss. Power up. Okay, mein... Ja, weil ich auf die Bombe und auf das... den Bomb gesprungen bin. Okay, gib mal her. Power-Up können wir gut gebrauchen. Gott, oh Gott. Oh, aber wo sind hier... Ich habe noch keine einzige Wetcoin erblicken können. Rein. Rein, 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 rein. Gib mir den Schuh. Gib mir den Schuh. Okay. Hier haben wir eine. Ist das die erste? So, Nummer 1. Okay. Da ist Nummer 2. Gut, was ist da oben? Vielleicht nochmal ein Power-Up drin? Eine Feuerblume, sehr, sehr gut. Und ein Stachelhelm. Gib her, gib! Dankeschön. Okay, was haben wir hier? Oh, habe ich jetzt natürlich... Aha. Hier rüber, ja. Gut, dass man... Okay, jetzt egal, jetzt habe ich meinen Schuh verloren. Ist aber nicht so wichtig. Schön mit der Feuerblume da justieren. Gott. Hätte ich die Feuerblume nicht, wäre es hier aber durchaus auch sehr friemelig. Komm, mach da kaputt. Ja, du haust jetzt ab. Wie viel ist denn das hier noch? Okay, das ist aber eine
das Objekt der Begierde. Es nimmt hier gerade nur sehr viel Zeit in Anspruch, aber wir kommen noch gut durch. Ach shit, jetzt habe ich hier schon wieder... Gott, egal, wir haben, glaube ich, über die Hälfte inzwischen. Oh, ich mach immer, ne? Egal, setz Kario. Oh, schon wieder. Egal, dann gehen die wenigstens schnell kaputt. So. Das Problem nämlich ist, wenn man dann die Renntaste drückt, ja, dann macht er das immer. Kommen ein oder zwei noch, oder? Ach, egal. Oder ist durch? Ne, ist noch nicht durch. Okay, dann gib mir noch eine. So, komm, komm, komm. Boah, die berühren uns auch fast da unten mit ihren Laser... Ach, mit ihren Laserwaffen, ja. Ihren Feuerwaffen. Mit ihrer Feuerranke da halt. Ihr wisst, was ich meine. Gott, oh Gott. Okay, jetzt können wir hier durch. Und kriegen noch eine Red Coin. Wow. 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 Was? Bug. Okay. Gerade noch so gut ausgerüstet gewesen. Und schon ist wieder alles für die Katz. Power-up jetzt wäre super. Gib her. Ja. Ja. Geschafft. Oh, Gott sei Dank, ey. Da ich aber am Schwitzen. Ich sag, wenn ich den jetzt nicht schaffe, habe ich mir gedacht, oh, dann hätte ich aber einen Schlüssel ausgeben müssen. Alter Schwede. Gut, schöner Level. Der hat mir auch wieder richtig gut gefallen. Zu Thomas, schreib mir mal, wie man den Boss lösen soll. Also normalerweise soll er doch da durch den Bumper links gehen, dann auf den Musikblock und dann rechts die drei Blöcke zerstören und mir so dann den Powerblock hochballern. Richtig? Zumindest stelle ich mir das so vor, aber irgendwie funktionierte das nicht so, wie ich wollte. Keine Ahnung, ich habe bestimmt wieder irgendwas voll verplant. Ihr kennt mich ja, ich verplane immer irgendwas. Gut, aber Heinze, dein Level hat mir auch richtig gut gefallen. Schwierig? Aber First Castle war schon heftig. Also klar, Checkpoint hätte gut getan, weil gab ja schon die neuen Elemente. Anhand der Schlüsseltür konnte man das ja sehen. Und vielleicht ein Checkpoint einbauen, dann ist es ein bisschen frustfreier, sollte man dann noch irgendwie unten in dem Bereich sterben. Aber ansonsten solide. Gut, das war's dann aber wieder für heute. Im nächsten Part gucken wir uns mal die Sternrangliste wieder an und dann machen wir wieder mit euren Leveln weiter. Aber so ein bisschen Abwechslung muss ja auch mal sein, oder? Mein Name ist Elenkario, ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde sagen, denkt an den blauen Daumen, bleibt gesund. Bis zum nächsten Klick, meine Freunde. Macht's gut. Ciao.